Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Hier soll es nun um die Codierung von Texten gehen. Wir haben uns bislang damit beschäftigt, wie man Zahlen im Computer darstellen kann. Aber natürlich können wir nicht nur Zahlen darstellen, sondern, wie man hier ja gerade sieht, auch beispielsweise Videos, Töne oder Musik. Wie man auf diesen Folien sieht, die ich ja ebenfalls auf einem Computer erstellt habe, kann man natürlich auch Text im Computer darstellen. Das sieht man ja auch auf jeder Webseite, wo Text neben Bildern die am häufigsten anzutreffende Darstellungsform sein dürfte. Ich hatte in dem Video von der Rechenmaschine zum Computer ganz am Ende auch schon davon gesprochen, dass einer der ersten Computer, der britische Colossus, dazu diente, per Fernschreiber verschickte Texte zu entschlüsseln. Irgendwie müssen die Buchstaben also im Computer verarbeitet werden können. Das wollen wir uns im Folgenden ansehen. Wenn wir von Text sprechen, denken wir vermutlich als allererstes an die Buchstaben, aus denen dieser zu wesentlichen Teilen besteht. Tatsächlich aber gehört erheblich mehr dazu, beispielsweise unsichtbare Dinge wie Leerzeichen oder Zeilenumbrüche. Natürlich sind diese nicht wirklich unsichtbar, denn wir sehen ja hier Leerzeichen zwischen den Wörtern und sehen auch, dass nicht der gesamte Text einfach hintereinander auf der Folie steht. Auch die Satzzeichen, Punkt, Komma etc. gehören zum Text. Um Abstände, Ausrichtungen, die unterschiedlichen Schriftgrößen und so weiter wollen wir uns in dieser Stelle noch nicht kümmern. Dazu werden wir in einem separaten Video noch kommen. Wir beschränken uns hier jetzt erst einmal auf ganz einfachen Text, sogenannten Plain Text. Dies ist gewissermaßen der pure Text, der keinerlei Formatierungen kennt, also keine Auszeichnung verschiedener Schriftgrößen, Unterstreichungen oder fette Schrift, wie sie auf dieser Folie zu sehen ist. Woraus besteht also ein solcher Plaintext? Er besteht zum einen aus Klein- und Großbuchstaben und daneben Sonderzeichen wie den schon angesprochenen Satzzeichen. Aber natürlich haben wir auch Umlaute in unseren Texten. Und andere Sprachen haben noch weitere Zeichen, wie Akzente, die in englisch- oder deutschsprachigen Texten nicht vorkommen. Auch Zahlen gehören dazu. Und es mag erst einmal etwas erstaunen, ist aber tatsächlich so, eine Zahl als Bestandteil eines Textes ist etwas anderes als eine Zahl, wie wir sie bislang betrachtet haben. Der Grund dafür liegt darin, dass mit den Zahlen, die wir bisher betrachtet haben, gerechnet werden soll. In Texten wollen wir das aber meist eher nicht. Dieser Unterschied wird uns noch wieder begegnen und an der einen oder anderen Stelle auch zu Irritationen führen. Alle diese Zeichen müssen irgendwie im Computer abgespeichert und auch übertragen werden können, wenn wir sie beispielsweise von einem Computer an einen anderen schicken wollen, zum Beispiel in Form einer E-Mail. Alle diese Zeichen müssen also irgendwie kodiert werden. Und tatsächlich ist es wieder so, dass letztlich alles das auf Zahlen abgebildet wird. Als Grundlage dafür dient der ASCII, der American Standard Code for Information Interchange, der im Jahr 1965 standardisiert wurde. Solche Standards benötigt man, damit die Zahlen, auf die die Buchstaben und andere Zeichen abgebildet werden, auch wieder korrekt interpretiert werden. Es würde ja wenig helfen, wenn ich beispielsweise den großen Buchstaben A als die Zahl 1 kodieren würde, jemand anderer aber mit der 1 zum Beispiel einen Punkt, während er für das A die Zahl 65 verwenden würde. Man kann sich vorstellen, dass wir beide uns dann überhaupt nicht verstehen würden. Die Bedeutung, da haben wir es wieder, liegt eben nicht in den Zeichen, in diesem Fall in der Zahlenfolge. Sie erfordert, und das sehen wir hier auf einer sehr elementaren Ebene, ein gemeinsames Verständnis, eine Übereinkunft, einen Standard. Der ASCII-Code ordnet jedem einzelnen Zeichen, das in unseren Texten vorkommen kann, einen bestimmten Zahlenwert zu. Dieser Zahlenwert wird im Computer letztlich wieder in binärer Form gespeichert, was uns aber hier nur am Rande interessieren muss, denn wir wissen ja bereits, wie man Zahlen in binärer Form im Speicher des Computers oder auf einer Festplatte ablegen kann und auch die Übertragung hatten wir schon kurz angesprochen. Die werden wir uns aber in einem weiteren Video noch etwas genauer vorknöpfen. Wir müssen hier nun nicht mehr bis auf die binäre Ebene hinuntergehen, denn die spielt für das Verständnis im Folgenden genauso wenig eine Rolle wie zuvor die physikalische Umsetzung der Bits in elektrische, magnetische oder optische Signale. Wir können also gewissermaßen von den niederen Sphären abstrahieren. Wichtig ist hier aber weiterhin, wenn wir irgendeine Bitfolge vor uns sehen, also eine Folge von Nullen und Einsen oder anders gesagt, wenn wir irgendeine beliebige Zahl vor uns sehen, können wir nicht einfach davon ausgehen, dass es sich dabei tatsächlich um eine Zahl handelt, sondern diese Zahl kann je nach Kontext, je nach Datei, in der sie verwendet wird, durchaus auch für einen Buchstaben stehen oder vielleicht auch für einen Bildpunkt, ein sogenanntes Pixel oder einen Ton. Wir sprechen hier im Augenblick nur über Texte. Dementsprechend stehen die Zahlen, mit denen wir es im ASCII-Code zu tun haben, für Textzeichen. Bei der ASCII-Kodierung sieht es so aus, dass wir alle Buchstaben unseres Alphabets auf eine Zahl abbilden. Alle? Nun, wir werden gleich sehen, dass das so nicht stimmt. Aber zumindest die Buchstaben des amerikanischen Alphabets, es handelt sich ja um den American Standard Code for Information Interchange, sind zumindest vorhanden. In dieser Tabelle sehen wir, dass das große A auf die Zahl 65 abgebildet wird. In den blauen Spalten sehen wir immer den Dezimalwert, mit dem ein Zeichen kodiert wird, in der grünen Spalte den entsprechenden hexadezimalen Wert. Die binären Werte habe ich uns hier erspart, weil die mit den vielen Nullen und Einsen sehr lang sind und daher nicht auf diese Folie passen würden. Ein großes A beispielsweise wird also als die Zahl 65 im Computer gespeichert oder hexadezimal gesprochen 41. Dass 4 mal 16 plus 1 gleich 65 ist, sehen wir recht schnell. Also ist dies die gleiche Zahl, über die wir hier reden, nur eben in zwei verschiedenen Kodierungen.
Wir finden in dieser Tabelle alle großen Buchstaben, wir finden auch alle kleinen Buchstaben. Außerdem finden wir hier aber, wie eben schon angesprochen, verschiedene andere Zeichen, wie beispielsweise die Klammern mit den Werten 40 und 41, Dezimal, den Punkt mit dem Wert 46, das Komma mit dem Wert 44, die mathematischen Rechenzeichen mit den Werten 42, 43, 45 und 47, wobei diese Zeichen mehrdeutig sind und sich nicht eindeutig als Rechenzeichen identifizieren lassen. Der Stern kann auch etwas ganz anderes bedeuten. Das scheinbare Minuszeichen könnte ein Trennstrich sein und das Zeichen für geteilt ist auch ein Schrägstrich. Wir sehen also, dass in Texten die Bedeutung der Zeichen keineswegs klar ist. Für die Verarbeitung im Computer spielt das keine Rolle, solange die Interpretation der Zeichen und damit die Zuschreibung von Bedeutung durch den Leser erfolgt. Wir sehen mit dem Wert 32 auch das Leerzeichen, das ich hier mit SP für Space markiert habe, weil man es sonst so schlecht sehen könnte. Es gibt auch einige etwas komisch anmutende Zeichen, wie zum Beispiel das Zeichen 127, das Delete-Zeichen, das vielleicht etwas erstaunlicherweise ein gelöschtes Zeichen angibt. Denkt noch einmal zurück an die Lochkarten, über die ich gesprochen hatte. Einmal gestanzte Löcher konnte man ja schlecht wieder zukleistern. Wenn also ein Wert auf einer Lochkarte gelöscht werden sollte, wurde an die entsprechende Position einfach der Wert 127 geschrieben, also 7 Löcher gestanzt. Da die Zeichen auf den Lochkarten nur mit 7 Bit kodiert wurden, konnte auf diese Weise jeder Wert gelöscht werden. In der Überschrift der Folie ist von 8 Bit für ASCII die Rede und das ist auch in der Tat das, womit meist gearbeitet wird. Ein Byte reicht also immer zum Abspeichern eines Textzeichens, eines Character, wie man diese auf Englisch nennt, aus. Wir sehen hier aber nur die Zeichen bis 127, das heißt, wir kommen mit 7 Bit aus. Die reichen ja, um insgesamt 2 hoch 7, also 128 Zeichen zu unterscheiden, also von 0 bis 127. Auf diese Unterscheidung zwischen 7 Bit ASCII und 8 Bit ASCII kommen wir noch zurück. Wir sehen aber auch, dass in dieser Tabelle die Zeichen von 0 bis 31 fehlen. Dies sind weitere Sonderzeichen, von denen ich gerade schon gesprochen habe, wie zum Beispiel der Zeilenumbruch und der Tabulator, sowie verschiedene andere Zeichen, auf die wir hier nicht näher eingehen wollen. Sie spielen auch heute noch eine wichtige Rolle, stammen aber aus der Zeit, als man Texte auf elektrischen Schreibmaschinen oder Fernschreibern ausgab. Daher kommen auch die Namen dieser Zeichen wie Carriage Return, der Wagenrücklauf, oder Bell, um eine Klingel ertönen zu lassen. Uns interessieren im Moment nur die darstellbaren Zeichen, also die Buchstaben, die Satzzeichen, einige der Sonderzeichen sowie Ziffern. Wie eben schon gesagt, sind Ziffern, die wir in einem Text schreiben, etwas anderes als Ziffern, wie wir sie als Bestandteil von Zahlen kennen, mit denen wir rechnen. Als Zahl würden wir die Ziffer 0 mit dem Wert 0 kodieren. Das tun wir hier aber nicht. Als Zeichen in einem Text ist eine 0 etwas anderes und sie wird dann, wie wir in der Tabelle hier sehen, mit dem Hexadezimalwert 48, Hexadezimal 30, kodiert. Wie ich eben schon sagte, hat der ASCII-Code ursprünglich 7 Bit verwendet. Das heißt, es konnten 128 verschiedene Zeichen dargestellt werden. Damit konnte man, wie wir gerade gesehen haben, im Wesentlichen die Zeichen darstellen, die es auf einer amerikanischen Tastatur gibt. Das erklärt sich zum einen daraus, dass man nicht unbedingt im Blick hatte, dass es in anderen Teilen der Welt auch andere Zeichen gibt, die man mit Computern verarbeiten wollte. Es handelte sich ja nun einmal um eine amerikanische Entwicklung. Auf der anderen Seite war Speicherplatz eine rare Ressource, also teuer. Und deshalb war Sparsamkeit beim Entwurf ein wichtiger Aspekt. Sowohl für die Speicherung, weil insbesondere Hauptspeicher im Computer sehr teuer war, aber auch auf externen Speichermedien, also als auch für die Übertragung, denn mit den vorhandenen Leitungskapazitäten hätten Datenübertragungen sonst zu lange gedauert. Da man mit 7 Bit auskam, um alle Zeichen darzustellen, die im Amerikanischen wichtig sind und dabei sogar noch Platz für einige Steuerkommandos hatte, wurde dies so standardisiert. Sobald man ein wenig über den Tellerrand schaut, sieht man aber natürlich, dass der Zeichensatz einige gravierende Beschränkungen mit sich bringt. Wollen wir beispielsweise einen Text in deutscher Sprache verfassen, stellen wir fest, dass es gar keine Umlaute gibt. Für französische Texte gibt es keinerlei Akzente. Und wenn Sprachen, die andere Alphabete verwenden, wie das Arabische, das Koreanische oder gar das Chinesische oder Japanische, muss man da gar nicht erst denken. Eine Frage war also nun, wie man denn trotzdem einen Text in, sagen wir, deutscher Sprache verfassen kann mit Umlauten, der dann aber dennoch auf einem Computer verarbeitet werden konnte, der mit einem amerikanischen Betriebssystem lief oder auch an einen amerikanischen Computer übertragen werden konnte, ohne dass dort ein wildes Durcheinander von Zeichen statt eines vernünftigen Texts ankam. In den 1970er Jahren wurde daher der 7-Bit-Code erweitert und nutzte nunmehr 8-Bit, ein Byte. Das bot sich unter anderem auch deshalb an, weil die gängigen Prozessoren, die in dieser Zeit in Computer eingebaut wurden, so konzipiert waren, dass sie immer 8-Bit in einem Arbeitsschritt verarbeiten konnten. Damit hatte man nunmehr 256 Zeichen zur Verfügung. Die Zeichen von 0 bis 127 ließ man unverändert, damit Texte, die in der alten Variante geschrieben waren, nicht plötzlich unbrauchbar wurden. Die 128 neu gewonnenen Zeichen konnte man nun frei belegen. Und das geschah in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich, je nach Bedarf. In Mitteleuropa, aber auch in Nord- und Südamerika wurde eine Variante verwendet, die Latin One genannt wurde, mit ihrem technischen Namen als ISO 8859-1 bezeichnet. ISO ist die International Standards Organization, die derartige Normen nach langen Konsultationen erlässt.
Somit konnten nun auch deutsche Umlaute, französische Buchstaben mit Akzenten und auch isländische Buchstaben geschrieben werden. Aber man merkt auch recht schnell, dass das noch nicht einmal reicht, um innerhalb Europas kommunizieren zu können. Sonderzeichen aus slawischen Sprachen wie dem Polnischen oder Tschechischen sah der Zeichensatz nicht vor. Hier schlug wohl der eiserne Vorhang bis in diese Standardisierung durch. Für diese Sprachen, ebenso wie für andere Alphabete wie das Griechische oder Kyrillische, gab es dann entsprechend andere Standards wie ISO 8859-7 oder ISO 8859-5. Noch andere Sprachen wie das Japanische hingegen wurden in diesen Standards nicht berücksichtigt. Die Beschränkungen, dass eben etliche Sprachen gar nicht berücksichtigt waren, waren den Leuten natürlich bewusst. Und deshalb hat man sich sehr bald Gedanken dazu gemacht, wie eine Erweiterung gewissermaßen im Zuge der Globalisierung aussehen kann. Ende der 1980er Jahre hat man sich dann auf einen neuen Standard geeinigt, den sogenannten Unicode. Dieser wurde zunächst auf 16-Bit festgelegt, was bedeutete, dass man für jedes Zeichen nun 2 Byte benötigte. Auf der einen Seite konnten damit nun mehr Zeichen dargestellt werden, 65.536, um genau zu sein. Auf der anderen Seite benötigte jedes Zeichen nun doppelt so viel Speicherplatz. Dass aber auch diese Anzahl von Zeichen nicht ausreicht, war schon bald klar. Und so haben wir mittlerweile einen noch größeren Code, wie wir das im rechten Teil dieser Folie sehen. Bei diesem UTF-8 genannten Format wird ein einzelnes Zeichen mit bis zu 4 Byte dargestellt. Wir sehen, dass in diesem Format nicht alle Zeichen mit der gleichen Anzahl von Bits dargestellt werden, sodass die ersten Bits dafür verwendet werden, zu kennzeichnen, aus wie vielen Bytes das jeweilige Zeichen besteht. Mit diesem Code können nun über 1 Million Zeichen dargestellt werden. Darunter sind nun alle Schriftsprachen der Welt mehr oder weniger vollständig abgebildet, aber auch die Emojis sind durch diesen Code möglich geworden. Und da sehen wir auch noch einmal, wie wichtig die Standardisierung ist, denn es wäre ja schon blöde, wenn ich jemandem ein pulsierendes Herz schicken möchte, auf dem Computer des Empfängers aber ein dampfender Kackhaufen ankommt. Auch hier wurde wieder auf die sogenannte Abwärtskompatibilität geachtet. Die unteren 7 Bit von ASCII, die ja, wenn sie in einem Byte gespeichert sind, als erste Binärziffer immer eine 0 stehen haben, werden mit einem einzelnen Byte kodiert und kodieren die Zeichen genauso, wie das der gute alte 7-Bit-ASCII-Code auch schon getan hat. Heutzutage sind mehr als 95% aller Webseiten weltweit in diesem UTF-8-Format kodiert und auch wir werden das verwenden, wenn wir unsere Webseiten erstellen. Wir haben nun gesehen, wie wir einzelne Zeichen kodieren können, aber ein Text besteht natürlich aus einer Folge von Zeichen. Zum Beispiel besteht die Überschrift der Folie hier ja aus einer Folge von Buchstaben und weiteren Zeichen, Z, E, I, C, H und so weiter bis hinten zur schließenden Klammer. Da stellt sich nun die Frage, wie man einen solchen Text kodiert. Nun, die Antwort dürfte wenig überraschen. Ein Text ist ja eine lineare Folge von Zeichen. Sei noch einmal daran erinnert, dass uns das Layout, also was hier wo auf der Folie angeordnet ist, im Augenblick nicht interessiert. So können wir dann einfach jedes Zeichen, jeden Buchstaben, jedes Satzzeichen und so weiter einzeln kodieren und schreiben sie einfach hintereinander. Um also beispielsweise den Text Guten Morgen mit dem Leerzeichen zwischen den beiden Wörtern und dem Ausrufezeichen am Ende zu kodieren, knöpfen wir uns die Zeichen einzeln vor. Ich habe sie hier noch einmal als einzelne Zeichen in Anführungszeichen auf die Folie geschrieben, um das zu verdeutlichen. Dann können wir nun jedes dieser Zeichen nachschlagen und wir verwenden hier jetzt einfach die ASCII-Tabelle, die wir einige Folien zuvor gesehen haben. Da ist zunächst einmal das große G, dessen Dezimalkodierung laut der Tabelle 71 ist. Das kleine U ist die 117, das kleine T die 116, das kleine E die 101, das kleine N die 110. Für das Leerzeichen erinnern wir uns, dass dies dort mit SP für Space aufgeführt war, es hat den Wert 32. Das große M ist die 77 und so weiter bis zum Ausrufezeichen, das mit der 33 kodiert wird. Jetzt wissen wir, dass wir diese Zahlen natürlich auch in hexadezimalen Werten angeben können. Das können wir jetzt wahlweise hier einzeln ausrechnen oder in der Tabelle nachschlagen, in der ich ja auch die hexadezimalen Werte mit angegeben hatte. Die Dezimalzahl 71 ist in Hexadezimal 47. Überlegt noch einmal kurz, warum das so ist. Das möchte ich hier jetzt nicht näher erläutern. Und ihr könnt ja einmal für den Rest des Textes überlegen, ob ihr das so nachvollziehen könnt oder ob ich da irgendwo einen Fehler gemacht habe. Wir können natürlich auch noch einen Schritt weitergehen und das Ganze nun auch noch als Bitfolge aufschreiben. So würde unser Text dann letztlich im Computer, auf der Festplatte oder wo auch immer gespeichert werden. Eben als ganze Bytes, die immer aus 8 Bit bestehen und daher hier immer mit führenden Nullen geschrieben werden. Das erste Byte 01000111 steht also für das große G. Das nächste Byte steht für das kleine U, das nächste für das kleine T und so weiter. Am Ende der ersten Zeile dort unten auf dieser Folie lesen wir 00100000. Das ist die Kodierung des Leerzeichens. Und weil jedes dieser Bytes mit einer 0 beginnt, sind das gleichzeitig nicht nur die ASCII, sondern auch die UTF-8-Kodierungen der einzelnen Zeichen. Diese Zeichen können wir nun alle hintereinander einfach in eine Datei schreiben und auf unserem Computer speichern. Wenn wir diese Datei dann als Text interpretieren, steht entsprechend Guten Morgen, Ausrufezeichen, in diesem Text, der dann vom Computer so angezeigt werden kann. Wir könnten diese Datei auch anders interpretieren, beispielsweise als eine Zahlenfolge. Dann stünden dort die Dezimalzahlen 71, 117, 116 und so weiter. Oder, wenn wir die Zeichen nicht voneinander getrennt haben, eine riesengroße Zahl bestehend aus all den Ziffern, die wir dort in der Zeile stehen haben.
Insofern stellt sich im Grunde nicht die Frage, was da vor uns liegt, sondern wie wir es angucken. Wenn wir diese Datei als einen Text angucken, lesen wir aus dieser Bitfolge den Text Guten Morgen mit dem Leerzeichen zwischen den beiden Wörtern und dem Ausrufezeichen am Ende. Eine solche Zeichenkette heißt auf Englisch String. Das ist ein Begriff, der uns später noch wieder begegnen wird, wenn wir es mit der Programmierung zu tun haben. Das hat aber noch ein bisschen Zeit, möchte ich hier nur schon einmal sozusagen als kleine Sneak Preview erwähnen. Über diesen QR-Code gelangt ihr auf eine Webseite, in die ihr einen Text eingeben könnt. Beachtet allerdings, dass die Seite personenbezogene Daten erhebt. Wenn ihr das nicht möchtet, solltet ihr diese Seite nicht nutzen. Auf der Seite wird dann angezeigt, wie die Dezimal-, die Binär- und die Hexadezimal-Kodierung gemäß ASCII aussehen. Wenn ihr mögt, könnt ihr dort ein bisschen herumspielen und wenn ihr demnächst jemanden ärgern wollt, schickt ihr ihm oder ihr die nächste wichtige Nachricht kurzhand als Hexadezimal oder als Binärzahl und dann verratet ihm bzw. ihr hinterher vielleicht auch, wie man das wieder entschlüsseln kann. Entschlüsseln muss man hier in Anführungszeichen setzen, denn es handelt sich hier natürlich nicht um eine Verschlüsselung in dem Sinne, dass man damit vertrauliche Botschaften verschicken kann. Jeder, der schon einmal etwas vom ASCII-Code gehört hat, kann die Nachricht letztlich lesen, wenn er ihrer habhaft wird. Man muss nur auf die Idee kommen, die richtige Dekodierung anzuwenden, denn dies ist natürlich nur eine Konvertierung in ein anderes Datenformat, aber nichts für vertrauliche Botschaften. Dafür gibt es andere Verfahren, mit denen wir uns hier aber nicht beschäftigen wollen. Wir haben nun gesehen, wie sich einfache Texte, sogenannter Plaintext, in Computern speichern und mit diesen verarbeiten lässt. Wir werden in Kürze dazu übergehen, dass wir Texte auch mit Formatierungen und mit einem Layout versehen, dass wir also, wie zum Beispiel auf dieser Folie zu sehen, an bestimmten Stellen eine größere Schrift verwenden, eine fette Schrift oder Schrift in verschiedenen Farben, dass wir Linien haben, die die Seite dekorieren, dass die Schrift irgendwie auf dem Bildschirm angeordnet ist, also eben nicht einfach eine lineare Folge von Zeichen. Alles das werden wir uns noch anschauen. Das kann man nicht mit diesem Plaintext machen, also mit elementarem, einfachem Text, sondern dafür sind weitere Hilfsmittel notwendig. Dem werden wir uns unter anderem zuwenden, wenn wir uns HTML angucken und werden dann noch tiefer eintauchen, wenn wir uns mit CSS, den Cascading Style Sheets, beschäftigen. Damit können wir dann Formatierungen vornehmen und werden dafür einen Webbrowser benutzen, mit dem man Webseiten betrachten kann. Da werden wir eigene Texte schreiben und auch formatieren, ihnen ein Layout verpassen, sodass sie hoffentlich einigermaßen hübsch anzuschauen sind. Und damit werden wir dann auch beim Thema des World Wide Web angekommen sein und die ersten Grundlagen für den Webshop kennenlernen. Das soll es zur Kodierung von Texten gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Video.